Und das ist natürlich Hauspunkt. Ich bin gefragt, ob ich jetzt vorbeikomme. Gar nicht, oder wie? Dann machen wir es doch einfach so. Das ist ja sinnvoll. Yay, wir haben schon wieder das Verbotes getan, also bekommen wir erstmal Hauspunkte. Achso, erstmal kein Signal. Jetzt haben wir wieder Signal. Ich weiß nicht, warum immer das Signal weggeht. Wir brauchen nicht die Truhe, die da war. Ist doch alles nur Luch und Tuch. Oh, okay. Ist nicht ganz so toll. Gimme, gimme, gimme. Wäre es nicht eigentlich viel praktischer, wenn die ganzen Typen, die hier so sind, einfach den ganzen Raum anstatt nur so ein kleines Stück durchsuchen? Ja. Voll Adrenalin geladene Schleichmission, ja. Das ist echt heftig. Muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe richtig mitgezittert. Also war schon richtig hart an der Grenze zum Nervenzusammenbruch. Aber das ist ja Harry Potter und der Gefangene von Azkaban 2.0. Ach, guckt mal an. Wer ist das? Ist das Snape oder wie? Ich hätte mir, dass das Snape ist. Was macht er da? Er guckt die Wand an. Er guckt nicht das Gemälde an, nein. Weil die Entwickler ihn nicht beim Gemälde platziert haben, nein, sondern an der Wand. Das heißt, Snape guckt die Wand an, ne? So soll man ja eigentlich auch machen, an die Wand starren. Also, das ist natürlich sehr, sehr logisch. In einem... Das ist ja crazy. Hast du sie gefunden? Wie ist sie? Total klasse. Und Ron haben wir natürlich jetzt zurückgelassen. Ach so. Kommt wieder, wann immer ihr wollt. Super. Wir immer was Interessantes für euch. Ja. Alles ist absolut super. Günstig. Schau, dein Erinnermich blinkt. Sieh mal in deiner Aufgabenliste nach, was das heißen soll. Warum sprechen Fred und Schatz, als wären sie totale retarded dein Erinnermich Idioten? Dachte ich's mir doch. Wir haben alles erledigt. Cool, dass wir ein Erinnermich haben. Ja, wow, und was... Ach so, gut, natürlich. Wir lernen ja nichts in Hogwarts. Nein, wir müssen nur diese sinnvollen Aufgaben machen. That makes actually very, very much sense. Also, das ist Harry Potter. Und der Gefangene von Harry und Ron standen guck mal doch mal hinten auf die... bereiteten sich auf Verteidigung gegen die Künste vor. Aber nicht gucken wir doch einfach hinten mal auf die... Verpackung vom Spiel und gucken mal, was da so Schönes draufsteht. Hermione! Komm schon! Oh, guck mal, Hermine schläft mit Hogwarts-Uniform, hä? Das ist doch was. So, bevor wir jetzt weiterspielen, gucken wir erstmal ganz schnell hinten auf die Verpackung vom Spiel und lesen mal vor, was es gibt. Also, ne? Die Dementoren kommen und Harry braucht seine Freunde mehr denn je. Wow. Doch so viel Information und doch so viel Tiefgang. Dann sind hier noch ein paar kleine schöne Bilder. Da steht einmal Fliegen auf Seidenschnabel. Ja, wer will das nicht? Und dann Spieler als Harry, Ron und Hermine. Und stell dich den Dementoren. Und dann noch Minigames. Unterstützung die iToy-Kamera. Was steht noch? Ganz klein steht, Spiele nach dem Unterricht. Was? Bein halten? Soll sich ja beinhalten heißen. Knallpoker. Schokofrösche. Der sprechende Hut. Okay. Gut, soviel zum Thema Harry Potter und der Gefangene von Azkaban 2.0. Ein wirklich sehr tolles Spiel. Und was geht denn hier ab?
Warum sieht das eine Mädchen aus wie ein russischer Offizier? Also, good question. Aber das ist natürlich eine andere Geschichte. Und warum hat Hermine halt übelst die Schulmädchen-Uniformstrümpfe an? So kennt man es doch eigentlich nur aus Japan. Aber ist ja nichts Neues. Gut, dann lass uns jetzt weitergehen und uns natürlich sehr freuen, dass wir jetzt unsere Gruppe gefunden haben. Yay! Und da wir ja Hermine geil sind, spielen wir als Hermine. Professor Lupin wartet doch sicher auf uns. Ne, Jungschlafsaal willst du nicht, Hermine. Das wäre ein bisschen. Ja, deswegen laufen wir jetzt zur Verteidigung gegen die Künste. Weil uns das gesagt wurde, dass wir das tun sollen. Na, das ist doch was. Und das Spiel lädt. Mal wieder. Speichert das eigentlich automatisch? Ich weiß gar nicht. Ich hoffe es mal. Wenn nicht, wäre auch lustig. Um Grindelwald, genau. Aber wir speichern mal schnell das Spiel. Es speichert nämlich nicht automatisch. Wer hätte das auch gedacht? Es wäre auch ein bisschen zu viel gelangt. Zu viel verlangt. Gut. Speichern erfolgreich. Success, Bitch. Der erste Schultag. Achso. Passwort. Also wir haben schon in dem Spiel die Karte des Rumtreibers vor dem ersten Schultag gefunden. Das ist natürlich genau so, wie es im Buche steht und auch im Film basiert ist. Also da hat sich das Spiel gar nicht irgendwie die Freiheit genommen, die Story in irgendeiner Art und Weise zu verändern. Das finde ich auch sehr gut. Und warum laufen die ganzen hässlichen Kinder entgegen, wenn sie doch eigentlich Unterricht... gut erkannt. Deswegen laufe ich ja gerade hin, aber ich weiß gar nicht, wo es hingeht, aber deswegen fucking cares actually, ja? Ja, dann lasst uns jetzt einfach mal Professor Dumbledore hat uns befohlen, die große Treppe zu bewachen. Es geht. Oh, guck mal, Sunshaft Effects, ja, das lässt Crisis ja total alt aussehen, also Harry Potter hat das schon 2004 und Crisis erst 2007, ja. Wissen wir ja, eigentlich haben die ganzen großen Spiele von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban 2.0 als abgeguckt. Erstmal die Spiegelrätsel, ja, von hat Resident Evil 5 benutzt und jetzt die Sonnenschärfe-Effekte, ja, die Crisis benutzt hat. Ah, das ist doch super. Und wer bist du denn? Das war sehr bizarr. Der dann ganz schön langen Namen, oder? Interessant. Haben wir jetzt nicht Verteidigung gegen die dunklen Künste? Ich schwöre, wenn du das noch einmal sagst, dann flacke ich dir einen Fluch in deine Phrase. Es passiert bestimmt ja gleich irgendwas Böses. Ich sehe es schon kommen. Es passiert immer was Böses, wenn wir zu unserem Unterricht sollen. Schon in den ersten zwei Spielen. Entweder irgendeine Prüfung, dass wir zum Unterricht dürfen, oder... Professor Lupin wartet doch sicher auf uns, oder? Na, switcht. Ja. Ist richtig. Ja, was ist denn das für ein sinnvoller... Ich verstehe es nicht. Ach, im dritten Stock. Ja, darf ich. Gehen wir. Gut, man sollte vielleicht eventuell mal ein bisschen mehr auf die Ziele gucken, Tommy. Gehen wir. Warte, wo kommt der jetzt raus? Er stand wahrscheinlich hier in der Ecke und hat gesagt, ja, wenn Harry Potter und Hermine und Ron vorbeikommen, dann... Ja. Dann laufe ich einfach mal meinen Weg. Ne, ist richtig. Zeug, piss dich, Alter. Warum vergeuden wir hier unsere Zeit? So lassen Freunde ein durch. Oh, jetzt pisst euch doch mal. Ich mag ja Harry Potter echt, ne? Und die Spiele waren eigentlich interessant, aber das Spiel. Das ist. Das ist hardcore, ne?
Das ist richtig hart. Aber nur wirklich wahre Harry Potter Fans spielen auch solche Spiele gerne. Und ich zähle mich als wahrer Harry Potter Fan und da. Würdet ihr bitte dort reingehen und das Glacius-Zauberbuch holen? Ach, natürlich. Machen wir auch gerne, ne? Siehst du, jetzt müssen wir wieder irgendwas machen, damit wir am Unterricht teilnehmen dürfen. Was ist denn nicht mehr der gleiche Ladebildschirm? Schon was von Abwechslung gehört? Achso, Lupin schickt uns jetzt erstmal einen Pornokeller nach unten. Das ist natürlich auch ganz klar. Wo sind wir denn jetzt hier? Sind sie aber nicht hier irgendwie in der Basiliskenkammer? Achso. Wir sagen hier frei für alle auf der Schlucht. In der Höhle. Könnte es sein, dass Ron immer alles abkriegt? Guck dich das mal an. Ron kriegt immer alles ab. Ja, wahrscheinlich, weil er rote Haare hat, deswegen. Ich kann das nicht. Hilfst du mir das? Kriegt er immer alles ab. Das ist immer so. Mir ist so kalt. Genau. Achso. Das erklärt einiges, Hermione. Das erklärt einiges. Vielleicht ist das nicht eigentlich Kinderarbeit, was die hier machen? Das wäre geschafft. Ist das nicht illegal? Aber wahrscheinlich nicht in Hogwarts. Da. Ich will jetzt echt mal sehen, wie der Sprecher wieder Hogwarts ausspricht. In den ersten zwei Teilen hat er immer Hogwarts gesagt. Fand ich sehr lustig eigentlich. Von, dass sie noch nicht mal das hinbekommen, das richtig zu sagen, das ist auch schon. Das ist schon witzig. Ja, Ron macht Friendly Fire. Das ist klar. Oh. Oh, nee, mach das. Yay, haben wir ein Spiegelrätsel. Das ist cool! Ja, eigentlich ist das voll. Eigentlich ist das voll wie in Resident Evil. Bloß, dass Resident Evil das von dem Spiel ja abgeguckt hat. Wow. Es ist so wunderschön. Dafür, dass sich Licht in Lichtgeschwindigkeit ausbreitet, hat sich das sehr, sehr. Ja, langsam. Will ich es mal betiteln, ausgedingst? Ah. Ja, Hermine, brauchst nicht einen halben Orgasmus zu bekommen, nur weil du da hochläufst. Mir ist so kalt. Oh, wir wissen's. Fallen lassen. Ah. Das war Hermine. Sie ruhen Frieden. Stopp. Zurück. Ach, wir waren noch richtig, wir müssen darüber jumpen. Dann machen wir das doch mal. Ja, das kommt hoch. Dude. Oh, bist du denn retarded? Dann nehmen wir unseren guten alten Harry. Weil der Hermine sich zu fein ist, darüber zu jumpen. Ja, damit er höher springen kann. Das hat man jetzt gesehen, wie Harry das geschafft hat. Nämlich gar nicht. Ach, jetzt macht das natürlich. Natürlich. Na los, komm, Harry. Die Steuerung ist voll assi mit dem Analogstick. Funktioniert nicht wirklich richtig.